Hallo, liebes Chaos. Ich werde über das Geheimnis sprechen. Das ist ein weites Feld. Deshalb erst mal ein paar einschränkende Anmerkungen. Ich werde mich nicht oder nur ganz am Rand mit den offensichtlichen Dingen beschäftigen, die um den Begriff Geheimnis angesiedelt sind. Nicht mit dem, was auf der Hand liegt. Ich interessiere mich nicht für die Klischees, die wie abgeworfene Häute in der Nähe der Fährten liegen, die nach dem Geheimnis hinführen, nicht für Geheimdienste, nicht für Verschwörungstheorien, nicht für kabbalistischen Code oder andere Wichtigtuereien. Was ich mache, ist ein Versuch. Ich versuche, einen Streifzug durch die Geschichte und die modernen Erscheinungsformen des Geheimnisses, weil ich glaube, dass es gefährlich ist, immer nur von Information zu reden, ohne das Gegenteil von Information genauso aufmerksam mit in Betracht zu ziehen. Das Geheimnis war seit jeher der Schatten, der dunkle Bruder der Information. Und das Geheimnis hat sehr unterschiedliche Aspekte. Zitat: Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Es ist das Grundgefühl, das an der Wiege von wahrer Kunst und Wissenschaft steht. Wer es nicht kennt und sich nicht mehr wundern, nicht mehr staunen kann, der ist sozusagen tot und sein Auge erstarrt. Einstein hat das geschrieben. Der Begriff der Informationsgesellschaft hat vor dem 11. September 2001 einen Zustand und eine Richtung bezeichnet, in den die moderne Zivilisation sich bewegt. Für manche war der Begriff eher negativ getönt, für andere voller Zukunftsleuchten. Im Großen und Ganzen hat er eine gemeinschaftliche Vorstellung von gesellschaftlicher und kultureller Entwicklung umrissen. Mit dem 11. September hat das Geheimnis wieder sein Haupt erhoben. Oder anders ausgedrückt, Information wird nun mit einer beunruhigenden neuen Qualität unzugänglich gemacht, zum Verschwinden gebracht oder sie ist reduziert, das heißt nur noch für elitäre Gruppen verfügbar. Im Sommer 2001 habe ich Vorrecherchen für eine Erzählung durchgeführt, in der ein paar Leute den Direktor eines Teilchenbeschleunigers erpressen, um die Theorien über den Zustand des Universums zu manipulieren, die auf Versuchen mit diesen größten Maschinen der Welt basieren. Unter anderem habe ich mich dabei bis in Details mit Fermilab beschäftigt, einer großen Anlage in der Nähe von Chicago. Ich erinnere mich genau an die Karten und Anfahrtspläne, die ich damals gefunden habe. Ich habe sie nicht aufgehoben, weil ich sicher war, dass ich sie jederzeit wiederfinde, wenn ich wieder auf der Fermilab-Website bin. Im Herbst 2002 war ich dabei, die Erzählung zu Ende zu schreiben und die ganzen detaillierten Karten und Pläne waren weg, verschwunden. Das Einzige, was noch zu finden war, war eine stark abstrahierte Wegbeschreibung von Chicago aus. Und es war nicht nur der Weg ins Fermilab, der plötzlich verschwunden war. Von vielen, vor allem US-amerikanischen Websites, verschwanden Informationen. Die Websites von Chemiefabriken waren plötzlich nicht mehr so auskunftsfreudig wie bisher. Websites, die Auskunft über Bauwerke gaben, waren auf einmal ziemlich zugeknöpft. Webcams an Brücken stellten den Betrieb ein, aus Angst, Terroristen könnten den freizügigen Informationszugang für ihre Zwecke nutzen. Das Information Security Oversight Office hält penibel die Zahl der Dokumente fest, die in den USA jedes Jahr im Dienst der nationalen Sicherheit als geheim eingestuft werden. Seit dem Amtsantritt von Präsident George W. Bush hat diese Art der Klassifikation massiv zugenommen. Von 9 Millionen Dokumenten im Jahr 2001 auf 15,6 Millionen im Jahr 2004. Die Behörden schränken inzwischen auch den Zugriff auf nicht klassifizierte Informationen ein. Das Telefonbuch des Pentagon beispielsweise, das zuvor jeder kaufen konnte, ist seit 2001 nur noch für den Dienstgebrauch zugänglich. Die US Army hat begonnen, hat mit dem Abzug bislang öffentlicher Online-Inhalte auf ein passwortgeschütztes Portal begonnen, Army Knowledge Online heißt es. Ein Verzeichnis der nicht mehr verfügbaren Informationen gibt es nicht. Stephen Aftergood, der ein Forschungsprojekt über staatliche Geheimhaltung leitet, spricht vom Information Blackout. Ungezählte Dokumente, die freigegeben sind, werden einer neuerlichen Überprüfung unterzogen.
ob sie nicht doch wieder als geheim eingestuft werden sollten. Die Historikerin Anna Nelson fand bei einem Besuch im amerikanischen Nationalarchiv unter anderem Schachteln, in denen Nixon-Dokumente sein sollten und die mit nichts als Entnahmekarten angefüllt waren. Nicht alle Entnahmen sind unbegründet. So wurden in Dossiers, die frei zugänglich waren, streng geheime Informationen über den Bau von Nuklearwaffen entdeckt. Auch nicht schlecht. Aber es ist nicht nur der 11. September, der die Frage aufwirft, ob wir weiterhin von einem Weg in die Informationsgesellschaft sprechen können oder ob wir nicht schon längst ganz woanders hin unterwegs sind. Und es sind nicht mehr nur staatliche Stellen, die Wände vor der Öffentlichkeit hochziehen. Auch der Chronicle of Higher Education, eine Fachzeitschrift für das Bildungswesen, hat darauf hingewiesen, dass Information verschwindet. Forscher, die für ihre Arbeit auf Zeitungsdatenbanken angewiesen sind, sehen sich mit schrumpfenden Textbeständen konfrontiert. Der Grund dafür ist eine höchstgerichtliche Entscheidung, der zufolge freien Autoren und Fotografen die Online-Veröffentlichung eines Beitrags extra vergütet werden muss, was ja nichts Schlechtes ist. Um Honorarnachforderungen zu entgehen, haben US-Verlage vor etwa 2 Jahren damit begonnen, Artikel und Fotos freier Mitarbeiter aus ihren Datenbanken und Archiven zu entfernen. Niemand kann genau sagen, wie viel Material von den späten 70er Jahren bis in die 90er Jahre der Maßnahmen bisher zum Opfer gefallen ist. Und es ist auch oft nicht nur Kalkül und Absicht, jedenfalls nicht direkte, die Dinge in Geheimnisse zu verwandeln. Um ein altes Sprichwort zu zitieren, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, mach Pläne. Als vor einiger Zeit die UNESCO Online Photo Bank mit ihren frei verfügbaren Bildern ans Netz gegangen ist, habe ich unter dem Schlagwort Austria unter anderem Fotos des lachenden Kokbura-Vogels aus den Wet Tropics of Queensland, Austria, gefunden, sowie die Dünenkathedralen von Fraser Island, Austria. Was sich an dem Beispiel zeigt, sind Folgen des Umstiegs auf digitale Kulturträger. Der Update-Effekt, den wir bereits von Software kennen, zeigt sich auch bei herkömmlichem Material. Die neue Version, die nie gesehene technologische Vorteile verheißt, enthält auch noch nie dagewesene Fehler. Und manche der Fehler stören nicht einfach nur, sondern sie machen die gesamte Absicht zunichte. Manchmal eine ganze Tradition. Wer in der UNESCO Photo Bank nach Motiven australischer Fauna und Landschaft sucht, wird die von Australia nach Austria verlegten Fotos nie wieder angezeigt bekommen. So verwandeln sich Datenbanken in Datenbestattungsanlagen. Als die Bücherkartei der amerikanischen Kongressbibliothek digitalisiert wurde, haben schlecht bezahlte und schlecht ausgebildete Datenerfasserinnen und Erfasser die Eintragungen auf den alten Pappkärtchen in Computer übertragen. Die Kärtchen hat man unmittelbar danach zu Presspappe recycelt. Inzwischen hat man festgestellt, dass in den Tipp- und Sinnfehlerkaskaden, die beim Abschreiben neu entstanden sind, ganze Literaturen und Wissensareale zu versinken drohen. Aber dafür ist ein neues Berufsbild entstanden, die Datenarchäologie. Gibt's wirklich? Die sitzen da und suchen die verloren gegangenen Sachen wieder. Nach einem Satz von Marshall McLuhan aus den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts heißt das, der Computer hilft uns dabei, Probleme schneller zu lösen, die wir ohne Computer gar nicht gehabt hätten. Die Informationsgesellschaft hat in dem Moment begonnen, in dem klar war, dass definitiv zu viel Information da ist. Wir sind heute mit einer neuen Form der Umweltverschmutzung konfrontiert. Überinformation ist der Smog des 21. Jahrhunderts. Je kompakter und intelligenter jemand heute seine Ideen oder Informationen aufbereitet, desto wertvoller wird sein Beitrag. In einer Wissensgesellschaft gelten Redundanz und Geschwätzigkeit als Formen virtuellen Schadstoffeintrags. In den 90er Jahren dachte man, Informationen zu liefern, ist das Geschäft der Zukunft. Aber mit Informationen ist es wie mit Uhren. Wer eine Uhr hat, weiß immer, wie spät es ist. Wer viele Uhren hat, ist sich nie sicher. Eine Schlüsselfrage lautet daher, wie schütze ich mich vor Information?
Dieser Gedanke ist wichtig, um zu verstehen, dass Information auf sehr unterschiedliche Weise verschwinden kann. Übrigens, empfohlene Hausmittel gegen das Informationsproblem sind Abschweifung und Ignoranz. Netsurfen ist das klassische Beispiel für das Bedürfnis, von einer offenen Neugierde gelenkt umherzustreifen. Wie kaum etwas sonst gibt einem dieses Flanieren ein Gefühl von Freiheit und Souveränität. Ignoranz ist eine der mächtigsten Waffen im Kampf gegen die Informationsüberflutung. Sie ist die Aktivform jenes Völlegefühls, das stets auftritt, wenn man zu viel von etwas zu sich nimmt, ob Pommes, Nachrichten oder Videospiele. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit: man spaziert in einen Wald und gerät an den Rand eines Nervenzusammenbruchs, weil man glaubt, seine Aufmerksamkeit jeder einzelnen Tannennadel zuwenden zu müssen. Jemand ruft: wir brauchen eine leistungsfähigere tannennadelverarbeitende Technologie. Marshall McLuhan hat es pointiert ausgedrückt: der Nervenzusammenbruch ist das Mittel zur Erhellung der Denkprozesse. Die andere Möglichkeit: man spaziert in einen Wald und kommt erholt wieder zurück. Konsens war bisher, dass sich die Verfügbarkeit von digitaler Information positiv auf den gesellschaftlichen Fortschritt auswirkt. Eine Wissensgesellschaft lebt von diesem Angebot. Eine der Konsequenzen der sogenannten Antiterrorgesetze ist, dass amerikanische Bibliothekare zum Beispiel nun dazu gezwungen werden können, die Internetnutzungsdaten von Besuchern herauszugeben, ebenso eine Liste der Bücher, die sie ausgeliehen haben. Auch hier ist die Geheimhaltung auf dem Vormarsch. Die Bibliotheken, die einer solchen Anordnung folgen müssen, dürfen die Betroffenen ausdrücklich nicht davon in Kenntnis setzen, dass eine Nachfrage stattgefunden hat. Manchmal sind subversive Umkehrungen das richtige Mittel, um die Freiheit des Geistes und der ihm zugehörigen Dinge zu schützen. In Ray Bradburys düsterem Science-Fiction-Klassiker Fahrenheit 451 versteckt beispielsweise der Feuerwehrmann Montag, der eigentlich von Berufswegen verbotene Bücher verbrennen sollte, seine geheime Bibliothek in einer Fernseherattrappe. Und amerikanische Bibliothekare sehen der Entwicklung in der Folge des Patriot Act nicht tatenlos zu. Ann Turner, die Leiterin einer Stadtbücherei im kalifornischen Santa Cruz, hat einen Weg gefunden, der Schweigepflicht zu entgehen. Das Gesetz verbietet ihr lediglich, darüber zu sprechen, dass eine Nachforschung stattgefunden habe. Turner hat jedoch nach wie vor das Recht, die Öffentlichkeit davon in Kenntnis zu setzen, wenn kein Staatsschützer bei ihr nachgefragt hat. Und das tut sie. Sie schickt eine wöchentliche Mitteilung an den Gemeinderat, in der vermerkt ist, dass die Bücherei von der Anwendung der neuen Antiterrorgesetze verschont geblieben ist. Sollte der Bericht eines Tages ausbleiben, weiß die ganze Stadt, was passiert ist. In seinen milden Formen dient das Geheimnis der emotionalen Belebung. Es macht den, der es weiß, attraktiv und versetzt den, der es wissen möchte, in investigative Erregung. Als Mitglied einer Kommunikationshierarchie, ob in einem Unternehmen, einer Organisation, einer Gruppe oder einer Behörde, erlebt man Geheimes als eine aufreizende Mischung aus Sexappeal und Misstrauen. Das Geheimnis hat einen speziellen, unverwechselbaren Duft. Ein besonders feines, besonders anregendes Parfum. Es regt die Kommunikation an. Der Hauch des Geheimen macht wach. Wie seit Urzeiten erzeugt das Geheimnis einen Mythos, ein konjunktivisches Prickeln, einen Loreleigesang des Möglichen. Geheimnisse inspirieren, genauer gesagt ungelöste, nicht aufgeklärte Geheimnisse. An zahllosen gelüfteten Geheimnissen lässt sich studieren, dass der Mythos dem Glanz seiner Verheißung nur selten entspricht. Der Kern eines Geheimnisses, das Innerste des Tempels, das Mysterium Tremendum, ist meistens leer. Das ändert nichts an der immensen Produktivkraft des Geheimen. Seine eigentliche Wucht und Wirkung entfaltet es, solange es gehütet bleibt, eine Fiktion. In seinen beeindruckendsten Formen kann das Geheimnis ganze Staatsformen begründen. Durch kommunikative Fehlsteuerung lässt sich aber auch ein Maximum an Macht mühelos gegen die Wand fahren.
Kaum jemand hat das in den zurückliegenden Jahrzehnten so eindrucksvoll unter Beweis gestellt wie das englische Königshaus. Die Monarchie lebt aus dem Geheimnis, das sie umgibt. Man darf diese Magie nicht durch zu viel Licht entzaubern. 1936 musste Edward VIII. Abdanken, als er die geschiedene Amerikanerin Wallis Simpson heiraten wollte. Zum ersten Mal wurde damals das Privatleben eines Monarchen in Zeitungen ausgebreitet. 1969 sahen 27 Millionen Engländer die BBC-Dokumentation Royal Family. Gezeigt wurde erstmals eine Version der Windsors als normale Mittelklassefamilie, die sich bloß darin von anderen unterscheidet, dass sie in einem Palast wohnt. Die Queen fütterte ein Pferd mit einer Karotte und ihre Untertanen hörten sie das erste Mal nicht formell sprechen. Zitat: Sie wissen, dass sie mit dem Film die Monarchie killen, ahnte der BBC-Wissenschaftsjournalist David Attenborough. Die ganze Institution beruht auf Mystizismus und dem Stammeshäuptling in seiner Hütte. Wenn ein Mitglied des Stamms jemals das Innere der Hütte sieht, kann es sein, dass der Stamm zerfällt. 1982 gelangte ein Fremder in das unbewachte Schlafzimmer der Queen. Während des Prozesses gegen ihn erfuhr die Öffentlichkeit, dass die Königin, anders als die meisten Mittelklassefrauen, nicht im selben Zimmer schläft wie ihr Gatte. 1993 wurde ein abgehörtes Telefonat zwischen Camilla Parker Bowles und Prinz Charles veröffentlicht, in dem der Prinz sich wünschte, als ihr Tampon wiedergeboren zu werden. Attenboroughs Befürchtungen bewahrheiten sich. Dass Transparenz ein regulierender Wirtschaftsfaktor sein kann, beweist übrigens nicht nur die deutsche Debatte um die Offenlegung von Managergehältern. Seit sie ihre Regentschaft angetreten hat, hat die englische Königin sich darauf berufen, dass der Monarch traditionell von der Einkommensteuer ausgenommen sei. Diese Tradition ist aber bei Weitem nicht so alt, wie sie uns glauben lassen möchte. Georg III. Bezahlte Einkommensteuer, ebenso Queen Victoria und alle nachfolgenden Könige. Erst Georg VI., der Vater von Königin Elisabeth, entschied, dass es Zeit sei, eine neue Tradition zu beginnen. Die Steuerbefreiung beschert der Königin jährlich mehr als 7 Millionen Pfund, das sind umgerechnet gut 10,2 Millionen Euro. Das Geheimnis als ein Mittel, Unterschiede in der Schwebe zu halten, hat auch viele positive Aspekte. Zu den Klassikern, ohne die bestimmte Arten der vertraulichen, das heißt vollumfänglichen Kommunikation nicht möglich wären, gehören der 2500 Jahre alte hippokratische Eid, das Beichtgeheimnis und das Geheimnisrecht von Berufsgruppen wie Anwälten oder Journalisten. Kultur geht immer mit einer Zunahme an Unterschieden einher. Fortschritt mit Vielfalt. Natürlich liegt nicht jede Zunahme an Unterschieden im gesellschaftlichen Interesse. Wachsende Einkommensunterschiede etwa werden immerhin diskutierbarer, wenn Gehälter offengelegt werden. Andererseits gibt es konstruktive Arten der Geheimhaltung, die bei modernen Formen von Informationsökonomie beginnen. Geheimnisse zu erahnen, sie zu wittern und schließlich zu lüften, gehört zur überlebensnotwendigen Grundschulung im Internetzeitalter. Journalistische Kompetenz, also ein gutes Urteilsvermögen, die Integrität von Fakten und Quellen betreffend heranzubilden, war bis zur digitalen Revolution Fertigkeit einer speziellen Berufsgruppe, Journalisten. Heute ist sie notwendiger Bestandteil der Allgemeinbildung. Vitale Geheimnisse sind flüssig und flüchtig. So waren im Alten Reich der altägyptischen Frühzeit nur der Pharao und die hohe Priesterschaft in das Geheimnis der Unsterblichkeit eingeweiht. Etwa 80 Pyramidenbauten und knapp 180 Jahre später erhob sich das Volk, das Anteil an dem Geheimnis haben wollte. Im nachfolgenden Neuen Reich stand der Weg in die Unsterblichkeit an jedermann offen, eine Art Demokratisierung der Unsterblichkeit, jedermann, der die Mittel für magische Rituale aufbringen konnte, gewisse kleine Schmuckstücke und Inschriften. Pyramiden waren nicht mehr probat. Einzig die Idee des großen Geheimnisses hat sich in den Pyramiden bis heute gehalten. Jeder neu entdeckte und eröffnete Hohlraum aber belegt die alte Erfahrung, dort, wo das Geheimnis sich finden sollte, ist nichts.
endlich abgeflacht ist die Hierarchie des Mysteriösen heutzutage. Demokratische Gesellschaften haben eine neue, poröse Form des Geheimnisses hervorgebracht. Eine wachsende Vielzahl von Medien macht die herkömmlichen Umhüllungen von Vertraulichem immer durchlässiger. Voyeurismus und Exhibitionismus drücken Intimstes ins Scheinwerferlicht. Schließlich erwächst mit dem elektronischen Elefantengedächtnis des Internet und seinen Suchmaschinen eine geradezu katholisch unnachsichtige Sündenregistratur. Wer einmal versucht hat, eine alte Nachricht aus dem Internet zu löschen, weiß, wovon die Rede ist. An den Trivialformen der Geheimniskrämerei erkennt man auch die starke selbstwertfördernde Funktion des Geheimnisses. Früher bedeutete es, dass man wichtig war, wenn es im Telefon knackte und man möglicherweise abgehört wurde. Zeitlos sind die Zugewinnversuche an Geheimnisstatus bei Esoterikern, die sich im Besitz nur ihnen geoffenbarter Geheimnisse wähnen, bei Verschwörungstheoretikern oder dem Geheimnisröntgen als Gaudi in TV-Shows à la Das Geständnis. Geheimnisse helfen also auch dem Gefühl ab, sozusagen seelisch abstehende Ohren zu haben. Information effizient zum Verschwinden zu bringen, gehört zum bemerkenswerten Leistungsangebot der Geheimnisindustrie. Sie hat nur noch wenig zu tun mit verdeckten Operationen aus den Zeiten des Kalten Kriegs. Das Geheimnis ist komplex geworden. Es ist geschmeidig und extrem beweglich geworden. Es fluktuiert. Und diese Fluktuation scheint nach der Art der kommunizierenden Röhren zu funktionieren. Lässt das Geheimnis an einer Stelle nach, gleicht sich die Abschwächung an anderer Stelle umgehend wieder aus. Hatte man früher außer Haus ein Telefongespräch zu führen, fand die Privatsphäre ihre provisorische Entsprechung in der Telefonzelle, einem geschlossenen Raum. In den 70er Jahren wurden die Zellen luftiger, mit Schwingtüren. Schließlich verschwanden die Wände zu Kunststoffwangern, zwischen die man mit dem Kopf in ein Restprivatissimum eintauchen konnte. Heute zeigt das verbliebene, frei präparierte Rückgrat der Telefonzelle, der Kommunikationspfosten aus gebürstetem Stahl, das Zeitalter der geheimnislosen Telefongespräche an. Während die schirmenden Teile um die öffentlichen Telefone verschwanden, ließ sich jedoch gleichzeitig beobachten, wie die vormals durchsichtigen Innenräume von Autos sich zu immer abgedunkelteren, verspiegelteren Zellen verschlossen. Und es fluktuiert weiter. An den Telefonpfosten haben sich inzwischen wieder Dächer und gläserne Seitenwände eingefunden. Es ist, als ob es stets einen gewissen Grundbestand an Geheimnis geben müsste. Die Idealvorstellung vollständiger Transparenz führt zu einer Paradiesvorstellung, die jener ähnelt, in der die Löwen einträchtig neben den Lämmern liegen. Eine Welt ohne Passionen und Herausforderungen. Geheimnisse verhindern die Gefahr solcher Entropie in der Kommunikation. Sie erhöhen ihre Dynamik. Wer kommunizieren kann, spürt meist instinktiv, wenn ihm etwas vorenthalten werden soll. Wie Gerüche, so lassen Geheimnisse sich an winzigsten Ausdrucksspuren wittern. Sie wecken die Aufmerksamkeit und schärfen das Interesse. Auch wenn der faktische Kern eines Geheimnisses über lange Zeit gewahrt bleibt, ob es sich um Deep Throat oder die Vatikanische Bibliothek handelt, schon die Vermutung eines Geheimnisses hält den lebhaften Zustrom von Interesse aufrecht, oft über Jahre oder sogar Jahrhunderte. Entschuldigung. Unsere Gesellschaft entwickelt sich in der produktiven Spannung zwischen zwei diametral entgegengesetzten Interessen, dem Schutz der individuellen Privatsphäre, also der Möglichkeit einer Person, Geheimnisse zu haben, und andererseits den Interessen von Staat und Wirtschaft, die Geschlossenheit der Privatsphäre aufzuheben zum Schutz vor Terrorismus oder einer immer verfeinerten Kontrolle des Konsumverhaltens.
Es gibt übrigens eine verblüffende Parallele zwischen Datenschützern und islamischen Konservativen. Während Fundamentalisten ihre Vorstellung von Geheimhaltung, die vor allem den Körper der Frau betreffen, materiell durch Kopftuch und Schleier manifestieren, ist die beide Geschlechter umfassende elektronische Verhüllung der Privatheit, die Datenburka, nicht sofort zu erkennen. Unidentifiziert bleiben zu können, galt lange als Grundrecht in einer digitalen Welt. Aber Anonymität ist kein Wert an sich. Auch hier ist eine Neubewertung im Gang. Als Jeff Bezos in seiner Online-Buchhandlung Amazon.com Kunden die Möglichkeit gab, eigene Rezensionen zu den angebotenen Büchern ins Netz zu stellen, Zitat, meinten viele, dass ich wohl nicht weiß, wie das Geschäft läuft. Sie konnten nicht verstehen, weshalb Bezos zuließ, dass auch Abwertendes über Dinge geschrieben wurde, die er verkaufen wollte. Viele Autoren begrüßen die offene Form der Meinungsäußerung zu ihren Produkten, jedenfalls solange sie positiv ist. Unter dem Deckmantel der Anonymität findet sich aber auch viel fragwürdige Kritik oder Diffamierungen. Ein Computerfehler auf der kanadischen Amazon-Website führte dazu, dass tagelang die Klarnamen von Rezensenten zu lesen waren, die eigentlich anonym bleiben wollten. Dabei stellte sich heraus, dass unter anderem Autoren ihre eigenen Werke in den höchsten Tönen lobten. Für manche ist das schlichte Gegenwehr. Zitat, dass inzwischen jeder daherkommen und anonym Dreck über ein Buch ausgießen kann, erscheint mir absurd, sagt der Autor John Ritchie, der dazu steht, sein eigenes Buch bei Amazon bejubelt zu haben. In absehbarer Zeit wird es bei Amazon keine anonymen Rezensionen mehr geben, nur noch Pseudonyme. Es soll sichergestellt sein, dass Kritiken nur unter dem tatsächlichen Namen eines Rezensenten online gehen können. Bereits an ihren Anfängen im 15. Jahrhundert war die Kartografie vom Geheimnis umweht. Portugal war damals Zentrum der neuen Kunst. Die Kartografen waren zu absoluter Geheimhaltung verpflichtet, aber immer wieder sickerten Informationen durch. Kartendiebstahl wurde mit dem Tod bestraft. Martin Beheim brachte Informationen vom portugiesischen Hof mit und schuf den ersten Globus der Welt. In doppelter Hinsicht. Auf dem waren die Proportionen Asiens viel zu groß eingezeichnet. Der Weg dorthin erschien ziemlich kurz. Gewisser Kolumbus richtete sich nach diesen falschen Informationen. In der Einführung seines berühmten Buchs über das MIT Media Lab beschrieb Stuart Brand 1987, wie er sich in den besten Kartenfachgeschäften nach einer Karte erkundigte, auf der die Informationsströme der Welt verzeichnet sind, und wie er betriebsame Ratlosigkeit erntete. Noch die exotischsten Sachverhalte waren kartografiert, aber eine solche Karte gab es nicht. Der Wunsch, durch eine Welt der Geheimnisse zu navigieren, führt zu kontroversen Projekten und Produkten. Die japanische Firma Koshida bietet ein Display an, das nur mit einer Spezialbrille nutzbar ist und das nicht an Privatpersonen verkauft wird. Betrachtet man den Bildschirm mit bloßem Auge, kann man darauf nichts erkennen. Das US-Verteidigungsministerium hat mit einem Projekt namens DIVA, alias Distributed Digital Video Arrays, experimentiert. Es handelt sich dabei um Verbünde von Überwachungskameras, die nicht nur Individuen in einer Menschenmenge, sondern auch verdächtige Verhaltensweisen erkennen und automatisch an die Behörden melden sollen. Um im Stealth-Bereich des Geheimnisses zu bleiben, lässt man sich aber am besten gar nicht erst blicken. Die Firma Hewlett-Packard entwickelt hierzu gerade einen Roboter, der anstelle eines Menschen an Veranstaltungen aller Art teilnimmt. Der Prototyp war allerdings ein Misserfolg. Die Teilnehmer des Meetings interessierten sich mehr für das Gerät als für die Person, die repräsentiert werden sollte. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Norbert Wiener, dem wir das Konzept der Kybernetik verdanken. Am 3. Oktober 1956 widmete ihm der Spiegel anlässlich der Montage einer 400 Zentner schweren, 7 Millionen Mark teuren Denkapparatur der Firma Remington Rand im Frankfurter Patel-Institut einer Univac Factronic 2 die Titelgeschichte.
Wiener spricht darin von seinen Überlegungen zur Automatisierung. Zitat: Wenn diese Umwälzung uns unvorbereitet träfe, sagt er, wir schreiben das Jahr 1956, würden wir der größten Arbeitslosigkeit entgegengehen, die wir je erlebt haben. Ich überlege, ob ich nicht das Recht persönlicher Geheimhaltung ausüben sollte, entsprechend dem Geheimhaltungsrecht, das die Regierung für sich beansprucht, ob ich nicht meine Gedanken und Arbeiten unterdrücken sollte. Nachdem ich mit der Überlegung einer persönlichen Geheimhaltung eine Weile gespielt hatte, kam ich zu dem Schluss, dass dies unmöglich wäre. Denn meine Gedanken gehören mehr meiner Epoche als mir. Und wenn ich jedes Wort hätte unterdrücken können, das ich geschrieben hatte, es wäre doch in den Arbeiten anderer Menschen wieder aufgetaucht, aber wahrscheinlich in einer Form, in der seine philosophische Bedeutung und seine soziale Gefährlichkeit nicht so nachdrücklich hervorgehoben worden wären. Ich konnte vom Rücken dieses Mustangs nicht mehr abspringen und so blieb nichts übrig, als ihn zu reiten. Unter dem Zwang dieser Überlegung habe er sich entschlossen, von einer Position größter Geheimhaltung auf eine Position größtmöglicher Publicity, wie der Spiegel damals Öffentlichkeit übersetzt hat, auf eine Position größtmöglicher Publicity überzuwechseln und die Aufmerksamkeit aller auf die Möglichkeiten und Gefahren der neuen Entwicklung zu lenken. In diesem Sinn, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.